Während hier unser Eisenschmelzer wartet, dass er sein Werkzeug kriegt. Stattdessen bauen wir unser gehobenes Wohnhaus hier wieder auf. Mit unserer Schneiderei. So, jetzt muss der halt drauf warten, dass ihm Eisen und Kohle gebracht werden. So, dann können wir mal den Speed erhöhen, dann geht's auch schneller. Und ja, wir können ein bisschen Holz eintauschen. Können auch mal unsere Armee hierhin verschicken. Machen sicherheitshalber noch ein Musketier mehr. So, es wird Eisen gegossen. Ich würde jetzt auch gerne mal auf Nachbedarf stellen. Genauso. Na, dich kann ich eigentlich auf Geologe dann stellen. Da kannst du mir da Eisen, noch Steine rausholen. Naja, ich werde auch ein bisschen selber Münzen prägen müssen. Wie sieht meine Bierproduktion aus? Oh, sehr gut. Na, sollten wir die beiden Technologien vielleicht auch nochmal forschen. Und dann das restliche Bier können wir eintauschen. Ja, unsere Musketiere kommen rein. Unsere Werkzeugproduktion ist wieder angelaufen fürs Erste. Okay, unsere Kohlemine läuft. Ja, ich kann auch Arbeitsgebäude auf untätig stellen, weil ich will, dass sie gar nicht mehr arbeiten. So, und der kriegt auch gleich bessere Nahrung.
So, unser Werkzeugschmied, der arbeitet fleißig. Macht uns unser Werkzeug, was wir brauchen. Ja, eigentlich sollte unser Eisenschmelzer fast schon im Dauerbetrieb produzieren. So, wartest du immer noch auf dein Werkzeug? Kann gut sein, ja, da kommt dein Werkzeug, okay. So, das heißt, der Köhler hat jetzt seine auf... Also die Kohle, der Kohlebergwerksarbeiter hat seine Arbeit aufgenommen. Und ja, wir müssen, sollten auf jeden Fall Acht geben wegen dem Handel mit... Naja gut, der Handel mit Bier ist einerlei, weil Bier werden wir nicht mehr brauchen. Ich meine, wir können keine neutralen Sektoren mehr bekehren, die da keine mehr da sind. Und Mönche werden wir auch keine mehr brauchen, weil wir alle Forschungen jetzt im Effekt fertig haben. So, ihr wieder auf normale Arbeit. Ja, dem Münzpräger fehlt immer noch das Werkzeug, da kommt aber schon das... benötigte Eisen. So, du produzierst Steine. Die haben wir gleich gesagt, bessere Verpflegung ausgeben. So, wir kriegen wieder Klamotten, die wir dann für... Gold verkaufen können. Wo ist er denn? Also ja, drei Klamotten für 4 Gold. Erst einmal brauchen wir aber noch 13 Gold für... Lustig, dass die Taverne sollte eigentlich an das Ding angeschlossen sein. Ist auch so gut. So, unsere restliche Technologie wurde erforscht. Das heißt eigentlich, wir bräuchten einen zweiten Brunnen. Sonst kriegen wir nicht genug Wasser für beide Schafsfarmen. So, wenn wir 9 Hemden zusammen haben, können wir die wieder gegen Gold tauschen. Ja, wir müssen so aufpassen, wenn wir so unter 20 Holz sind, dann müssen wir den Holz gegen Goldtausch wieder einstellen. Und dann müssen wir halt auf die anderen Arten umweisen. Aber Lagerhaus ist voll. Ja, es fehlt noch eine Wurst übrigens. Jetzt bringen sie 2.
Ach so, stimmt ja. Ich versorge ja auch die... den hier mit Wurst. Ja, mein Bier wird langsam aufgebraucht. Aber wie gesagt, ich brauch's für nichts anderes mehr. Also kann das ruhig in Gold umgewandelt werden, das Bier. Was sagen meine Klamotten, dass wir genug haben zum Tauschhandel? So, die ersten zwei Händler sind schon unterwegs. Und der dritte ist auch unterwegs. Ja, das gibt mir dann wieder nochmal 12 Goldmünzen. So, das heißt, wir haben jetzt genug Manpower, unsere Armee, um Drakoria und den Sektor wegzunehmen. Ja, weil man sieht, ohne Ballistik werden wir sicherlich so an die 5 bis 6 Mann verlieren. Das ist mindestens ein Musketier als Ersatz. Ein Pikinier haben wir auch schon verloren. Zwei Pikiniere müssen wir auch noch ersetzen. Aber wir haben den Sektor für uns beanspruchen können. Und man sieht, die Forschung hat es gebracht. Achso, das ist ja auch der Speed Boost. Aber trotzdem, die Forschung hat es gebracht. Also. Die hier. Drakorians Soldaten sind geschlagen. Drakorians Feldlager. Prinzessin, ihr besitzt Rang und Namen. Warum sich die Händchen schmutzig machen in Tandrien? Macht euch nicht lustig, Drakorian. Wenn meine Hände stark genug sind, ein Schwert zu führen, dann allemal auch, um euch zu besiegen. Euer Hunger nach Krieg treibt euch also an. Nicht im Geringsten. Ich verachte Krieg. Ich kämpfe lediglich für Tandriens Frieden. Ihr wisst doch gar nicht, was Frieden bedeutet. Dennoch wollt ihr dafür kämpfen? Ich vermute eine andere Absicht. Ach, denkt doch, was ihr wollt. Eure Tage sind gezählt. Ich werde Tandrien befreien. Ja, sehr schöne Meinungsverschiedenheiten. Aber nun ist die Straße... Ah ja, der Weg zum Alchemisten ist nun frei. Ja, wollte ich gerade sagen, die Straße zum Alchemisten ist nun frei. Und damit ist auch der Questsektor jetzt aktiv. Ja, hier im Zentrum der Forschung und Wissenschaft liegt der Alchemist und baut allerlei merkwürdige Elixiere. Ich kann ihm 40 Gold senden. Für den Sieg.